Und da bin ich wieder. Dazu eine kleine Anmerkung. Das wird nicht vielen was sagen, aber 8200 DPI. Das war meine neue Maus. Die spricht ein bisschen mit mir, und wenn ich dann Profile 2 auf meiner Tastatur ein Profile bisschen rumdrücke, kommt das auch noch. Ja, neues Material. Vier Sachen von Rocket. Das Unboxing sollte schon hoch oben sein. Nur das nebenbei als Anmerkung. Deswegen sind meine Tastengeräusche auch ein wenig anders. Hört man jetzt eher weniger, weil die nicht so hart anschlagen, sondern eher weich sind. Und das ist immer so ein Doppelklick. Aber der ist mal recht leise, wenn man mal... Das wäre zum Beispiel jetzt mal so ein Klicken. Ich hoffe, ich kriege das simultan hin. Ja, fahren wir einfach mal los. Das war nur das... Ich war das reine Dreckrennen, soweit ich mich erinnere. Natürlich haben wir wieder ein... Ah, ja, genau. Haben wir einen glamourösen Start hingelegt. Ah, oh, die falsche Richtung. Okay, wir sind... Kannst du mich mal in Ruhe meine Runden fahren lassen? Danke. Also, ich würde mal sagen, der erste ist eigentlich schon fast zu weit weg, um ihn wieder einzuholen. Von daher werde ich das Ganze jetzt mal wiederholen. Und hoffe, dass es diesmal besser läuft. Ah, verdammt, ich glaube, ich sollte doch... wieder die Taktik einsetzen, ein wenig Abstand zu wahren. Nur ist es in der Startposition mehr oder weniger schwer. Gut, vierter. Das ist erstmal eine Position, damit kann man was anfangen. Dritter natürlich auch. Zweiter, wenn ich Glück habe, gleich. Eine Abkürzung, die mir sehr willkommen ist. Dieses Rennen von gerade vom das letzte Rennen nur umgedreht, würde ich mal tippen. Und von daher sollte das nicht unbedingt schwer sein. Ich muss mich nur wieder daran gewöhnen, dass ich hier immer vom Gas gehen muss. Dass das Driften hier um einiges, naja, wie soll ich sagen, effizienter ist als in den sonstigen Rennen und auf sonstigen Untergründen. Also, wenn es Punkte fürs Driften gäbe, wird man hier in den Rennen garantiert das meiste einsammeln. Okay. Verdammt. Okay, dritter. Damit kann ich noch leben. Wenn ich Glück habe, werde ich den auch noch überholen. Wenn ich Pech habe, eben nicht mehr. Aber Hauptsache, ja, ich krieg noch eine ordentliche Platzierung. Hoffentlich macht der jetzt irgendwo grob Unfug, damit ich den ein wenig überholen kann. Zumindest wäre das wünschenswert. Aber man weiß natürlich nie, wie die anderen fahren, und meist fahren die ohne Fremdeinfluss auch recht ordentlich, obwohl die sich gerade gegenseitig ein wenig geärgert haben, würde ich mal das vorsichtig ausdrücken. Na gut, jetzt ist es an mir, den da ein bisschen zu drangsalieren. Und wäre das die letzte Runde, würde ich mich jetzt ziemlich freuen, aber... verdammt. Natürlich ist das nicht die letzte Runde gewesen. Und ich bin... Auf der Fall. Nein, ich bin nicht dritter, ich bin fünfter, muss das sein. Oh ja, genau. Ob ich das jetzt wieder auf der Runde rausholen kann, das bleibt jetzt die Frage, aber
habt es ja selbst schon gesehen, was hier alles passieren kann, wenn sich da zwei ein bisschen kloppen. Vor allem, wenn noch ein Dritter da dann mitspielen will. Verdammt. Ach, komm schon. So eine... Das war es doch schon fast geschafft. Und dann macht man einen blöden Fehler, fährt durch die Walachei und dann wird man aber abgeliefert. Okay. Was ist denn hier los? Fünfter. Da müssen wir wohl noch was erarbeiten. Ja, wohl noch ein bisschen mehr erarbeiten. Die scheinen diesmal besser zu fahren, weil ich bin Sechster und... Ja, wie soll ich eigentlich gerade glücklich drüber? Das wird's wohl treffen. Okay, dann mal sehen, was die anderen da alle so anstellen. Wenn ich Glück habe, komme ich natürlich dann auf der Abkürzung, glaube ich. Die müsste ich mal prüfen. Na gut, wenn ich schon dabei bin. Hey. Okay. Die Abkürzung war hier. Die führt hier unten lang. Und wenn man hier ordentlich rauskommt, ist das wirklich eine geniale Abkürzung, weil man da oben die dämliche Kurve nicht hat. Besser gesagt, zwei Kurven nicht. Dafür hat sich das Siebter werden praktisch schon gelohnt, wenn ich... Oh. Nein, das hat sich nicht gelohnt. Definitiv nicht. Weil ich jetzt Achter bin. Ich hatte schon immer ein Problem mit diesen Kurven. Nun dann. Ist jetzt wieder fröhliches Warten angesagt. Und dann wird von hinten ein wenig geschoben, um dem Ganzen ein wenig mehr Würze zu verleihen. Damit gerate ich dann gleich wieder ins Abseits. Und einfach noch einmal von vorne. Vielleicht sollte ich ja beim Gelben ein bisschen nachdrücken. Ja, das scheint geholfen zu haben. Ja. Das war ein bisschen zu impulsiv gedrückt. Das sollte man wohl vermeiden. So. Das ist eine ganz angenehme Abkürzung, nicht viel, aber man muss nicht außen um diese stabilen Pfosten drumherum fahren, wie die es andauernd machen. So, jetzt vermeide ich ein wenig da um die Kurven und ich hätte ein bisschen mehr bremsen sollen, aber immerhin bin ich jetzt Zweiter und das dank der Abkürzung, wo ich meinen Geschwindigkeitsrausch jetzt doch noch mal ein bisschen unter Kontrolle bringen sollte, weil er dann doch hier ziemlich rutschig ist am Ende. Aber immerhin lassen sie mir da ein bisschen Platz, um hinten am Baum lang zu fahren. Ich denke mal, die sind davon ausgegangen, dass man da ein wenig über die Stränge schlagen wird. Ich meine, direkt die erste Kurve so heftig anzulegen. Ach, verdammt. Also die erste Kurve gleich so anzulegen, ist natürlich dann auch ein wenig gewagt, würde ich sagen. So, wo kommt denn dann wieder meine Abkürzung? Das sieht doch nach einer Abkürzung aus. Und da oben der Erste steht, bin ich jetzt Erster. Wie cool ist das denn? Okay, wenn ich das jetzt noch nach Hause fahren könnte, ohne irgendwie großartig Mist zu bauen, so wie den hier,